Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar Unterstützung beim Forschungsdatenmanagement an kleineren Forschungseinrichtungen mit wenig Ressourcen zu viel FDM. Mein Name ist Teresa Kalova und ich bin die Data Stewardship Koordinatorin an der Universität Wien. Und ich freue mich, dass Sie heute bei unserem nächsten Teil der Veranstaltungsreihe Forschungsdatenmanagement in Österreich dabei sind. Die Webinarreihe FDM in Österreich richtet sich an Forschende und an Personen aus der Forschungsunterstützung. Sie dient der Vernetzung und dem Austausch zum Thema Management von Forschungsdaten, Verfassen eines Datenmanagementplans und ähnlichen verwandten Themen. Alle unsere bisherigen Veranstaltungen von den letzten 3 Jahren sind mit Folien und Aufzeichnungen auf unserer Projektwebsite von dem Projekt Fair Data Austria verlinkt. Ebenfalls finden Sie die Videos auf unserem YouTube-Kanal. Da werden wir auch die Folien und die Aufnahme von unserem heutigen Webinar hochladen. Zu unserer heutigen Agenda. Nachdem ich Ihnen unsere beiden Vortragenden vorgestellt habe, werden wir den Vortrag von Martina Trognitz hören mit dem Titel Services zum FDM am ACDHCH der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, früher, jetzt und zukünftig hören. Danach kommt der Impulsvortrag von Clara Schmickel-Reiter mit dem Titel Die FH, die Forschungsdaten und der ganze Rest, FDM-Unterstützung an der FH Johanneum. Und im Anschluss werden wir viel Zeit haben für alle Ihre Fragen und Diskussionen, hoffentlich auch Erfahrungsaustausch mit Ihrer FDM-Unterstützung an Ihrer Institution. Jetzt darf ich Ihnen unsere erste Vortragende, Martina Trognitz, vorstellen. Martina studierte Computerlinguistik und klassische Archäologie an der Universität Heidelberg. Zum Forschungsdatenmanagement kam sie 2012 durch ihre Tätigkeit am Deutschen Archäologischen Institut, DAI, wo sie am Projekt Janus zum Aufbau eines digitalen Archivs für die Archäologien in Deutschland beteiligt war und die IT-Empfehlungen für den nachhaltigen Umgang mit digitalen Daten in den Altertumswissenschaften entwickelte. Seit 2017 ist Martina Teil des Teams von ARCHE, a Resource Center for the Humanities, einem digitalen Archiv für geisteswissenschaftliche Forschungsdaten und Ressourcen, das vom ACDHCH der ÖAW betrieben wird. Herzlich willkommen, Martina. Unsere zweite Vortragende, Clara Schmickel-Reiter, ist an der FH Johanneum in der Abteilung Forschungsorganisation und Services tätig. Sie ist mit der Unterstützung von Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten und Beratung von Forschenden im Department Gesundheitsstudien sowie weiteren Aktivitäten zur Dachmarke Gesundheit betraut. Nach dem Studium der Geschichte und Dolmetschen Französisch-Spanisch war sie Projektleiterin von Produktentwicklungen und im Bildungsmanagement tätig. Forschungsdatenmanagement war und ist ein Bestandteil ihrer beruflichen Aufgabengebiete. Auch dich möchte ich gerne bei uns begrüßen, Clara. Und schon zum Anfang möchte ich dich ganz kurz auf das nächste Kapitel in unserer Webinarreihe hinweisen. Es ist ein Webinar, das am 12. September stattfindet, mit dem Titel Offene Daten des öffentlichen Bereichs, das Datenökosystem in Österreich. Es wird auf Deutsch stattfinden. Und die Registrierung ist bereits auf unserer Projektwebseite möglich. Und jetzt möchten wir mal vor unserem ersten Vortrag ganz kurz von Ihnen hören. Dafür haben wir eine kurze Umfrage vorbereitet. Und es interessiert uns ein bisschen Hintergrundinfo zu Ihrem Hintergrund. Kommen Sie aus der Forschung oder aus der Forschungsunterstützung? Oder sind Sie tatsächlich im Bereich der FDM-Unterstützung tätig? Dann haben wir die Frage, ob Sie bereits einen Datenmanagementplan selbst erstellt haben bzw. daran mitgearbeitet haben. Darunter können Sie auch verstehen, dass Sie vielleicht andere Forschende im Rahmen einer Beratungstätigkeit beim Erstellen eines Datenmanagementplans unterstützt haben.
Und unsere dritte Frage bezieht sich schon auf unseren ersten Vortrag von Martina Trocknitz, ob sie Arche kennen bzw. bereits verwendet haben. Ich gebe Ihnen noch einen Moment Zeit, die Fragen zu beantworten. Okay, wunderbar. Wenn wir uns mal die Antworten ansehen. Wir sehen zu Ihrem Hintergrund, entsprechend unserer Zielgruppen, die wir auf der Website genannt haben, haben wir die Mehrheit aus der Forschungsunterstützung beziehungsweise auch explizit aus Unterstützung zum Datenmanagement. Und bei der Frage zum Datenmanagementplan ist es ungefähr 50-50. Das ist interessant zu sehen, dass da so viel Erfahrung bereits herrscht. Ich hoffe, dass meine Erklärung auch mit der Beratungstätigkeit für Sie schlüssig war in diesem Zusammenhang. Und bei der Frage nach Arche, Martina, da kannst du gerne dich drauf beziehen. Ja, das ist interessant, aber da werden wir heute ein bisschen drüber hören, was es ist. Das ist so ein bisschen so ein Interesse, um zu schauen, was müssen wir noch machen, um bekannter zu werden. Hey, soll ich gleich übernehmen? Genau, das ist die perfekte Überleitung zu deinem Vortrag. Okay, bitte schön. Passt. Ja, danke schön. Dann schauen wir erstmal, dass wir die Präsentation ankriegen. Schönen guten Morgen. Es freut mich, dass ich hier mit eingeladen wurde, vorzutragen. Danke, Theresa. Und ich werde euch so ein bisschen erzählen, was bei uns am Institut so läuft. Es sind viele Abkürzungen, die werden wir gleich ein bisschen auflösen. Das ACDH-CH steht für Austrian Center for Digital Humanities and Cultural Heritage und es ist ein Institut der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, also der ÖAW. Es wurde 2015 gegründet, das ist also noch relativ jung, und wurde 2019 nochmal umstrukturiert. Da kam dann dieser CH-Teil mit dazu. Und wenn man sich die Disziplinen so ein bisschen anschaut, die da abgedeckt werden, da haben wir eigentlich viele Geisteswissenschaften vertreten, Sprache, Musik, Geschichte und Archäologie. Es hängt immer so ein bisschen damit zusammen, welchen Studiumshintergrund die Leute bei uns haben. Und dann haben eigentlich die meisten immer noch ein digitales Standbein. Das Institut ist international relativ verwickelt in solche Sachen wie Daria, Clarin oder auch die European Open Science Cloud im Rahmen von SHOC für die Social Sciences and Humanities. Und im Prinzip hat sich das ACDH-CH die Förderung der Geisteswissenschaften durch Anwendung digitaler Methoden und Werkzeuge in einem breiten Disziplinenspektrum auf die Fahnen geschrieben. Und dann das zweite Kürzel, das jetzt in der Umfrage auch schon kam und das, was eigentlich meine Haupttätigkeit ist, Arche. Arche steht für A Resource Center for the Humanities. Und es ist ein digitales Archiv für die Geisteswissenschaften, das es seit 2017 gibt und eben vom ACDH-CH gehostet und natürlich auch weiterentwickelt wird. Das Archiv ist zertifiziert mit dem Core Trust Ziel. Seit 2017, 2018, das muss alle 3 Jahre erneuert werden. Jetzt im kommenden Jahr steht quasi die zweite Verlängerung an. Und genau, Arche ist ein Archiv. Was archiviert Arche? Eigentlich alles, was an Forschungsdaten anfällt. Also es ist nicht als Repositorium für Publikationen gedacht, sondern tatsächlich für Daten, die eher quasi die Grundlage von Ergebnissen oder Publikationen dienen. Und entsprechend kann alles Mögliche vorkommen, von Textdokumenten über Bilder bis hin zu Audio, Video, 3D-Daten, Geoinformationssystemen und so weiter. Wichtig ist uns aber, dass die Dateien in Formaten bereitgestellt werden, die für die langfristige Speicherung geeignet sind. Da habe ich hier 2 Empfehlungen verlinkt.
Und dass die Dateinamen den ARCHE-Benennungsregeln entsprechend mit dem Hintergrund, also es ist eine sehr restriktive Auswahl an Zeichenelementen mit dem Hintergrund, dass sowohl Formate als auch Dateinamen wichtig sind, wenn man eine Wiederverwendung der Dateien über ein breites System oder über eine breite Auswahl an Betriebssystemen sicherstellen möchte. Und wichtig sind uns natürlich auch noch Metadaten. Dafür haben wir ein eigenes Metadatenschema und fordern die auch ein. Und jetzt ist es so, dass wir quasi, also das Archiv steht am Ende des Projektes und dann werden wir oft mit Datensammlungen konfrontiert, wo uns auffällt, dass es eigentlich kein Datenmanagement gab. Oder ein schlechtes Datenmanagement. Das heißt, die Dateistruktur ist zum Beispiel nicht wirklich durchdacht. Die Dateinamen müssen noch angepasst werden an bestimmte, also an unsere Vorgaben zum Beispiel. Dateiformate ist viel Proprietäres dabei. Dokumentation fehlt oft. Das heißt, man weiß nicht so richtig, also was ist in dieser Datensammlung enthalten. Metadaten müssen wir immer nachfordern. Oft wurde auch nicht wirklich ausgewählt, was jetzt eigentlich archiviert gehört. Das heißt, man hat so ein bisschen Doppelungsgeschichten mit drin, also doppelte Dateien oder auch bei Bildern zum Beispiel unscharfe Bilder mit dabei. Und natürlich, was auch wichtig ist, dass irgendwie die Lizenzierung und auch andere Rechtsfragen gar nicht mitbedacht beziehungsweise dann eben auch gar nicht geklärt wurden. Einfach mal ein Beispiel aus einem Projekt. Ich hoffe, es kennt keiner von euch, was das Ganze so ein bisschen verbildlichen soll. Also wir haben in diesem Projekt ganz viele Doc-Dateien. Das ist altes Word, also das neue Word hat ja DocX. Das heißt, da haben wir schon mal was Veraltetes, was man umwandeln müsste. Dann haben wir sowas wie Abbildungstext T1, Abbildungstext T1 Core 2, Abbildungstext T2, wo man wahrscheinlich so ein bisschen reduzieren könnte und auswählen könnte. Und auch sowas wie ein ZIP, das müsste eigentlich entpackt werden bei uns. Man sieht auch an den Dateinamen, es sind Sonderzeichen enthalten, Leerzeichen sind teilweise vorhanden, also gerade hier in der ZIP-Datei. Und teilweise sind die Namen nicht sprechend genug. Also gerade sowas wie also dieses Tschechew EL ist für Außenstehende zum Beispiel nicht ersichtlich, was das bedeuten kann. Genau, und dann die Auswahl. Da kann man dann, wenn es mehrere korrigierte Versionen gibt, kann man sich auf die letztgültige einigen. Genau, und das quasi aus dieser Not ist so ein bisschen daraus entstanden, dass wir irgendwie versuchen müssen, die Projekte beim Forschungsdatenmanagement zu unterstützen. Und da sind wir auch so weit, dass wir sagen, dass ARCHE ruhig in der Antragsphase kontaktiert werden kann, wenn ein Projekt im Entstehen ist. Und wir unterstützen und beraten auch schon, wenn das Projekt startet, bei der Erstellung eines Datenmanagementplans. Und idealerweise, gerade wenn so ein Projekt ein bisschen länger läuft, haben wir dann immer wiederkehrende Treffen, um das Datenmanagement und den Datenmanagementplan nochmal durchzubesprechen. Und da habe ich exemplarisch mal so ein Gantt-Diagramm für ein Projekt, das über ein Jahr läuft, quasi aufgelistet, wo man sieht, am Anfang gibt es einen größeren Block zu ARCHE und dann zu jedem Quartal. Das muss ja auch nur, es reicht ja, wenn es ein einstündiges Treffen ist. Und dann quasi zum Ende hin, wo dann die Archivierung relevant wird und wir die Daten auch bekommen und kuratieren, gibt es dann eben auch wieder einen längeren Abschnitt. Dann geht das Ganze natürlich noch weiter, dass man das nicht nur projektbezogen, sondern bei unserem Institut macht. Und da haben wir intern Veranstaltungen wie ein Research Lunch oder Meet the Researchers. Das ist ein Programm für Praktikanten bei uns, wo wir auch solche Themen immer mal wieder ansprechen. Also praktischerweise morgen gerade der Fall, dass wir ARCHE vorstellen werden. Und bei Meet the Researchers wird es eben auch nochmal ARCHE beziehungsweise auch nochmal Schwerpunkte auf Datenmanagement geben. Und dann gibt es natürlich auch noch verschiedene interne Infomaterialien. Und da ist ganz interessant unsere sogenannten Internal Rules of Procedure.
Das sind Dokumente, die relativ detailliert aufschlüsseln, wie bestimmte Abläufe bei unserem Institut funktionieren sollen. Also es gibt es zum Beispiel für den Projektanbahnungsprozess eine Liste an Abläufen. Und das haben wir für verschiedene Themen und eben auch für Datenmanagement. Und da habe ich hier jetzt mal einen Auszug aus dem Inhaltsverzeichnis mit eingeblendet. Und im Prinzip geht es dann in diesem Dokument, das orientiert sich anhand eines Datenmanagementplans. Aber dazu gibt es dann auch schon längere Erläuterungen, zum Beispiel, was zum Beispiel bei uns für Standards sind, um Dateien zu speichern. Dass man ja, wir sind ans Rechenzentrum angebunden und da haben wir ja Netzwerklaufwerke, das heißt, die sollte man benutzen. Und sowas wie keine Festplatten, keine USB-Sticks. Und natürlich Software haben wir bestimmte, die gekauft wird von der ÖAW. Und die wird dann eben auch mit erwähnt, dass es die gibt. Oder ansonsten halt Open Source. Also es ist nicht mehr ganz so abstrakt wie einfach nur einen Datenmanagementplan zum Ausfüllen, sondern es ist quasi schon für ein Projekt noch nicht fertig ausgefüllter, aber es steht schon viel drinne, wie man bestimmte Dinge bei uns am Institut machen soll. Genau. Und aus diesen Aktivitäten ergibt sich dann eigentlich auch, dass wir über unser Institut hinaus ein bisschen Datenmanagement mit unterstützen. Wir haben relativ viele Projekte vom ÖAI, die bei uns mit ankommen oder zusammen gemacht werden. Und da haben wir dann zum Beispiel mit diesem, wir haben eine eigene Abteilung, Digital Archaeology and Classics, haben wir Vorgaben erarbeitet. Das heißt eine Ordnerstruktur zum Beispiel und eben auch diese Anforderungen an Dateiformate mit erarbeitet und zur Verfügung gestellt. Dann gibt es natürlich externe Veranstaltungen wie unsere Tool Galleries, wo es dann zum Beispiel auch eine zum Thema Datenmanagement gab. Das war letztes Jahr. Natürlich dann Teilnahme an Konferenzen oder Ähnlichem, so wie hier gerade das Webinar. Und wir stellen auch externe Lehr- und Infomaterialien zur Verfügung. Da gibt es die sogenannten How-Tos, die dann auch teilweise bis hin zu Daria Campus hochdestilliert werden. Da gibt es auch konkret zum Thema Datenmanagement ein How-To und zusätzlich eine Übungsaufgabe, eine größere Übungsaufgabe. Und dann versuchen wir natürlich, gerade weil uns ja eigentlich die Archivierung interessiert, bei den Informationsseiten zur Arche noch mehr Materialien und Hinweise zu platzieren. Genau, das war so ein bisschen der Status, wie es jetzt ist. Der vergangene Status ist, das habe ich am Anfang erwähnt, dass wir eigentlich oft mit Dingen konfrontiert werden, wo Datenmanagement nicht wirklich ein Thema war. Und was wir uns jetzt zukünftig so ein bisschen erarbeiten wollen, ist, dass wir ein bisschen mehr kooperieren eigentlich, uns kooperieren und vernetzen. Es gibt an der ÖAW einen Grant-Service, die sind dann auch ab und zu mal mit Datenmanagementplänen konfrontiert und da wollen wir eigentlich ein bisschen die Zusammenarbeit stärken. Dann ist die Überlegung so ein bisschen, also Data Stewards per se gibt es an der ÖAW noch nicht, aber dass man vielleicht ausgehend von dem, was wir wissen, anfängt, Kolleginnen und Kollegen zu schulen, die daran Interesse haben und sich dann so nach und nach ein Netzwerk über alle Institute der ÖAW aufbaut mit Datenstewards. Dann natürlich generell Vernetzung und Mitmachen, Repositorium-Manager-Netz. Dann wird ja Kulturpool neu aufgestellt und sie haben auch, das ist sehr interessant, eine Wissensdatenbank im Aufbau. Dann natürlich der Kontakt zu Janus ist nicht ganz abgebrochen, wenn auch etwas lose im Moment. Und dann gibt es natürlich die Research Data Alliance, die so ein bisschen die Möglichkeit bietet, dass man auch bestimmte quasi Community Standards aufbauen kann. Und was wir wahrscheinlich auf der Arche-Webseite irgendwann mal anbieten werden, ist eine Sammlung oder Bibliografie mit Ressourcen zum Datenmanagement. Beziehungsweise vielleicht kann man das auch überlegen, in einem größeren nationalen Kontext irgendwie aufzubauen. Ja. Das war der Teil von mir. Wenn direkt Fragen dazu sind, dann gerne. Und ansonsten gebe ich weiter.
Vielen Dank, Martina, für deinen tollen Vortrag und vor allem die wirklich praktischen Beispiele, die du genannt hast. Das war sehr, sehr anschaulich, hoffentlich für alle. Vielen Dank. Und ich werde gleich an Clara Schmidt-Rader übergeben für den nächsten Impulsvortrag. Dankeschön für das Wort. Wir starten. Ich werde jetzt zuerst meine Präsentation starten. Einen Moment. So. Ich hoffe, Sie sehen das jetzt. Okay. Sie sehen es nicht. Gut. Ja. Wir befinden uns in einer ganz anderen Galaxie hier an der FH Joanneum. Ich bin im Bereich Forschungsdatenmanagement und möchte Ihnen ein bisschen berichten, wie wir das bei uns hier lösen mit den Forschungsdaten. Wir haben einerseits in unserer Forschung befinden wir uns in drei unterschiedlichen Spannungsfeldern. Wir haben die sicher an allen Forschungsinstitutionen bekannt sind, die bei uns besonders ausgeprägt sind. Auf der einen Seite haben wir sehr viel, ich nenne sie mal supergeheime Auftragsforschung, von der wir nicht viel, wo wir auch sehr große Auflagen bekommen von unseren Auftraggebern, wie diese zu behandeln ist. Andererseits wollen die Fördergeber immer mehr Open Access Publikationen haben. Das ist ein Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen. Ein weiteres ist das Spannungsfeld eben zwischen angewandter Forschung und DSGVO, alle diese Geheimhaltungsbereiche und natürlich das Spannungsfeld in Österreich speziell. Wir sind eine kleine, relativ kleine, nicht basisfinanzierte Institution für praxisnahe Ausbildung. Der Fokus liegt auf der Lehre und auf der angewandten Forschung. Und wir spielen da in einem Feld mit den grundlagengeförderten Universitäten, die etabliert sind, die sehr groß sind, die Data Stewards haben. Und dann sind eben wir da, die die Forschung auch fördern wollen. Also das ist sozusagen mal die Ausgangslage für Forschungsdatenmanagement an der FH Joanneum. Was sind unsere Bewältigungsstrategien, damit wir uns da nicht vollkommen nur anhängen in unserem Flug durch die Forschungswelt? Wir versuchen hier Awareness zu schaffen, sprich, sowohl im Intranet versuchen wir, möglichst viele Infoblätter anzubieten, wo wir zuerst einmal unseren Forschenden ein Bewusstsein dafür schaffen, was ist Forschungsdatenmanagement, was muss man da bedenken. Wir haben eine Schulung, eine spezielle FH-interne Schulung für Projektleiterinnen im Bereich F&E und auch da räumen wir dem Forschungsdatenmanagement, besonders den Datenmanagementplänen, einen besonderen Platz ein, der eigentlich im Verhältnis zu dem, was jetzt, sagen wir mal, Forschende für die Daten an Zeit investieren und was auch im allgemeinen Antragsprozedere und in Projektarbeit für Forschungsdaten aufgewendet ist, sehr groß ist. Also da wirklich, wir versuchen da Bewusstsein zu schaffen, wenn wir die Forschenden vor uns haben, dass wir sagen, hey, überlegt euch einmal was, was wollt ihr da überhaupt machen? Die Augen sind groß oft. Und wir fragen natürlich bei unseren Beratungen, wenn wir Anfragen haben zum Thema Projektanträge, fragen wir aktiv schon nach, wie die Forschenden gedenken, mit ihren Forschungsdaten umzugehen. Gleich, das ist so das eine, dass wir auch innerhalb der Strukturen, das habe ich jetzt hier noch nicht dazu geschrieben, versuchen auch eine Awareness zu schaffen, dass das notwendig ist, dass wir eben bei Führungskräften und Ähnlichen immer wieder auch sagen, da gibt es dann noch Forschungsdaten, da sollte man sich überlegen, wie man das abspeichert und so. Auch hier sind in unserem Bereich die Augen oft groß. Gleichzeitig versuchen wir als kleine Forschungsserviceabteilung auch Expertise aufzubauen in Zusammenarbeit auch mit den anderen Abteilungen. Wir arbeiten mit am Wissenstransferzentrum Süd. Ich weiß nicht, die österreichischen Institutionen, die Mitarbeiterinnen, die von dort da sind, kennen das vielleicht. Die meisten österreichischen Universitäten und Fachhochschulen arbeiten in einem WTZ-Projekt mit. Diese sind von der AWS gefördert. Und wir nutzen diese, im Moment ist es gerade das WTZ Süd 3, diese Zusammenarbeit dort aus,
um uns selber Expertise aufzubauen, die wir anders nicht beschaffen könnten. Wir leiten hier eine Arbeitsgruppe mit dem Thema Open Data in Practice und versuchen da wirklich institutionenübergreifend über einen Workshop einfach mal ein Grundwissen aufzubauen. Was wir noch nutzen, ist der institutionelle und private Kontakt mit echten Data Stewards sozusagen, die Ausbildung haben und da einfach im Kontakt möglichst auch Infos, die uns nützen, zu bekommen, einfach die Vernetzung eben aufzubauen und natürlich aktives Eigeninteresse, einfach sich selber informieren, sich selbst weiterbilden, weil es im Moment bei uns eben keine Möglichkeiten dafür gibt. Ein dritter Punkt für als Bewältigungsstrategie ist auch die interne und externe Vernetzung. Wir versuchen mit unserer Bibliothek, mit unseren Informatikdiensten zusammenzuarbeiten. Wir versuchen dann auch die interne Expertise, die wir haben an den Instituten. Wir haben ja nicht nur Gesundheitsstudien, wir haben ja in vielen anderen Bereichen Studien. Wenn es hier Forschende gibt, die Expertise haben, zapfen wir die natürlich auch an. Ich habe schon erwähnt, das Wissenstransferzentrum Süd, auch hier, das ist wirklich für dieses Wissensmanagement die Verankerung sehr wichtig und klassisches Online- und Offline-Networking. Also das Webinar heute ist eindeutig, fällt in diesen Bereich rein, wo wir auch versuchen, dann Expertise aufzubauen oder unser Wissen und unseren Umgang mit Forschungsdatenmanagement heute weiterzugeben. Das sind unsere drei großen Bewältigungsstrategien. Und jetzt habe ich die ganze Zeit von wir gesprochen. Wer ist wir überhaupt? Wir sind so ein bisschen die Abteilung am Ende des Organigramms oder am Anfang oder irgendwo zwischendrin. Die FH Joanneum ist prinzipiell circa die drittgrößte österreichische Fachhochschule. Wir bestehen seit 1995, haben über 5000 Studierende. Das ist für eine Fachhochschule in Österreich relativ groß, eben an dritter Stelle. Gleichzeitig natürlich im Vergleich mit Universitäten unglaublich winzig klein. Wir sind die Abteilung Forschungsorganisation und Forschungsservices. Wir unterstützen, offiziell ist unsere Aufgabe, und wir unterstützen und beraten das Forschungspersonal des Hauses bezüglich Projektfördermöglichkeiten der Proposal und Projektentwicklung, und wir helfen bei koordinativen und organisatorischen Fragen. Und in diesem letzten Halbsatz verbirgt sich das Forschungsdatenmanagement, wobei die Agenten prinzipiell aufgeteilt sind zwischen der Bibliothek. An der FH Joanneum haben wir eine tolle kleine Bibliothek, die sich wirklich dafür einsetzt, Datenbanken aufzubauen, die Studierenden und die Forschenden zu unterstützen im Bereich Open Access. Gleichzeitig ist eben, wie vorher erwähnt, die Awareness noch nicht sehr groß. Die IT unterstützt uns natürlich auch. FOSS, das ist das interne Kürzel für Forschungsorganisation und Forschungsservices, wird natürlich mit Datenmanagementplänen und diese ganzen Dinge sehr oft konfrontiert. Und wir haben auch die Datenschutzbeauftragte, mit der wir auch versuchen, eng zusammenzuarbeiten. So, jetzt wissen Sie, wer wir sind und was wir haben, was wir zu tun versuchen. Was uns natürlich noch fehlt, was sozusagen noch nicht gelandet ist, wir haben zum Beispiel keine Policy, wie es an den großen Universitäten schon Standard ist. Wir haben kein Monitoring im Forschungsdatenmanagement. Wir haben keine gut ausgearbeiteten, strukturierten Verankerungsstrategien im Bereich Wissensmanagement. Wir haben keine Manuals richtigen. Wir haben eben diese ein paar Infoblätter, wo wir es versuchen und wo wir auch den Forschenden schon möglichst weiterführende Links geben. Aber hier ist noch viel Luft nach oben. Wir haben auch keine fix angestellten Data Stewards. Und dann eben ist auch die Awareness bei Forschenden und Führungspersonal über die notwendigsten Angaben im Datenmanagementplan und die DSGVO ist noch sehr gering. Es fehlt auch die Infrastrukturfinanzierung und dann auch noch intern kann die strukturell verankerte Zusammenarbeit gut noch verbessert werden. Jetzt wissen Sie alles, was wir nicht haben. Das klingt jetzt sehr negativ, aber zum Beispiel DMB-Vorlagen habe ich hier jetzt noch erwähnt. Wir stellen unseren Forschenden Vorlagen zur Verfügung und
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass allein auch diese Vorlagen sehr, sage ich mal, sehr schwierig zu nutzen sind für manche Forschenden. Und daraufhin haben wir einfach eine Vorlage mal beispielhaft ausgefüllt, um unseren Forschenden auch zu zeigen, dass ein Datenmanagementplan kein gefährliches Etwas ist, sondern wirklich eine aktiv zu nutzende und auch helfende, ein Tool, das auch helfen kann. Genau, jetzt bin ich schon am Ende. Für uns ist eben die Antwort, wir haben keine Forschungsdatenmanagement ist Teil unserer Aufgaben, so wie Teil unserer Aufgaben Projektförderungsberatung ist. Und wir versuchen, diese Aufgabe wahrzunehmen, indem wir eben intern unsere Expertise aufbauen, externe Möglichkeiten der Vernetzung nutzen und in uns, bei den Mitarbeiterinnen und Forschenden Awareness dafür zu schaffen, dass Forschungsdatenmanagement nicht nur ein lästiges Etwas des Datenmanagementplans ist, den auf einmal die FFG haben möchte, sondern wirklich ein nützliches Tool im Leben. Und vielleicht, ich weiß, das ist natürlich nicht so praktisch jetzt wie der Vortrag von der Martina Trognitz gewesen, aber vielleicht gibt es die eine oder andere Mitarbeiterin in der Forschungs- und in der Datenunterstützung, die sieht oder in der Forschungsunterstützung, dass es an anderen FHs auch noch viel zu tun gibt, obwohl schon einiges da ist. Danke. Ich gehe wieder zurück an die Theresa. Vielen lieben Dank, Clara, für den schönen Vortrag und besonders für den sehr praktischen Leitfaden und eine Einleitung, wie man an einer kleineren Einrichtung Services im Bereich Forschungsdatenmanagement aufbauen und anbieten kann. Vielen Dank dafür.